Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder ein Shop My Stash Lottery Video für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es wird im Laufe des Videos auch noch eine kleine, aber feine Verlosung geben und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dem Auslosen. Ich werde die ganzen Produkte im Vorfeld auslosen, das aber schön zusammenschneiden, sodass ihr das nach und nach auch sehen werdet. Das heißt, immer wenn ich lose, bin ich ungeschminkt, nicht erschrecken. Und ja, hier habe ich meine Box mit den Losen drin. Da befinden sich aktuell 104 Lose drin, weil meine Lidschattenpalettensammlung ist mal wieder gewachsen. Es wurden so wundervolle neue Sachen rausgebracht. Dann habe ich hier vor mir meinen Laptop, wo ich auch meine Schminksammlung kategorisiert drin habe. Das Ganze, wie ich das gemacht habe, zeige ich dir hier oben in meinem Schminksammlungsvideo. Ja, ich habe mir tatsächlich letztens einen neuen Laptop gekauft, aber den muss ich erstmal kennenlernen, bevor ich da meine komplette YouTube-Geschichte drauf mache, weil ansonsten bin ich ja echt aufgeschmissen, ne? Läuft jetzt aktuell noch ein bisschen parallel. Ich laber. Okay, Primer habe ich 46 und da losen wir uns doch einmal einen aus. Ja, so kann man das sagen, ne, Sammy? Sammy guckt mich an, als wäre ich total bescheuert. Die Nummer 2 lose ich. Ui, was ein teures Händchen beim Primer. Das ist von Avant, den hatten wir mal, ich glaube im Januar in der Glossy Box. Pro Collagen, Iso Do und so weiter. 1000 Sachen. Pro Perfecting Collagen Primer. Und ja, ne? Ich habe den schon mal verwendet. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich sage, oh mein Gott, 105 Euro, ja, safe, nein. Ach so. Blöd. Der ist sehr flüssig. Ich hätte euch den mal zeigen sollen. Der war halt sehr, sehr milchig. Und den mache ich mir jetzt einfach mal so drauf. Es fühlt sich halt irgendwie auch einfach an wie ein Gesichtsserum. Aber der ist jetzt nicht so 105 Euro. Boah. Der ist schön. Der ist hydratisierend. Ne? Tut gut, aber 105 Euro. Trotzdem habe ich ihn und der bleibt. Also es ist okay. Ne? Ist ein Primer. 105 Euro. 50 Foundations habe ich. Ob die Farbe passt, das weiß man nie so genau, weil Sommerhaut und Winterhaut ist bei mir sehr unterschiedlich. Ich lose die Nummer 92. Somit sind wir bei der Nummer 42. Davon hatte ich jetzt tatsächlich letztens auch die goldene, oder die, ja, die goldene Variante gezogen. Von Skin 79 die Super Plus Blemish Balm Ultra BB. Und das hier ist jetzt einfach die orangene Variante. Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist. Die goldene hat bei mir ganz gut funktioniert, auch farblich. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie das mit der orangen aussieht. Ich hoffe, die ist jetzt nicht irgendwie zu dunkel oder so. Mal gucken. So schaut die auf jeden Fall aus. Trage ich jetzt erstmal so mit meinen Fingern auf. Die riecht nach Sonnencreme. Und auch die passt farblich. Die goldene Variante trage ich übrigens aktuell super gerne einfach im Alltag. Also durch die Shop My Stash Lottery Geschichte habe ich die für mich halt nochmal wieder entdeckt und trage die einfach. Jo. Wobei die hier scheint mir ein bisschen deckender zu sein. Und matter. Also die goldene Variante ist so ein bisschen feuchtigkeitsspendender und glowiger. Und die orangene ist jetzt ein bisschen matter, deckender. Alter, wie die leuchten, ne? Diese Mr. Fried-Familie. Na. Hat natürlich auch, genau wie die goldene Variante, den Lichtschutzfaktor mit 50 plus und ich weiß nicht, dieses PA-Tüdelü auch noch, ne? PA plus 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 und Lichtschutzfaktor 50 plus 1A. Also für mich halt auch so eine schöne Geschichte für Alltags-BB-Cream. Weil du kannst sie auch schnell einfach mit den Fingern auftragen und es läuft, ne? Also die musst du jetzt nicht groß einblenden oder so und das finde ich super praktisch, weil ich einfach morgens 10 Minuten Zeit habe und keine Zeit habe, mich 2 Stunden zu schminken. 34 Concealer besitze ich, das sind ganz schön viele. Ja, aber verglichen mit den anderen Kategorien geht es irgendwo noch. Dafür lose ich die Nummer 79. Hey Honey, Trick and Treat Concealer, ich habe Light to Medium. Ja. Der ist gut. Der war mal wieder in der Box mit drin. Ne? Der ist öfters mal in Boxen mit drin. Läuft mir tatsächlich hier immer aus. Da muss ich immer aufpassen. Und jetzt will der hier gar nicht mehr rauskommen. Ach so, ich habe den über Kopf gelagert. Das ist wahrscheinlich das Problem gewesen. Ne? Super flüssig. Da muss ich jetzt echt vorsichtig sein. Hä, da kommt nichts mehr raus. Oh, doch. Oh, jetzt habe ich ein bisschen viel. Oh Mann, gebe ich mir hier auch direkt auf meine Rötung.
Und weil der halt so flüssig ist, muss ich den gar nicht groß mit dem Schwämmchen einarbeiten. Das reicht tatsächlich echt mit den Fingern. Finde ich super praktisch. Und dann nehme ich noch mehr auf meine Rötung, weil die Mr. Fried-Familie, die leuchtet halt, ne? Die Unebenheiten an sich werde ich nicht abdecken können, aber vielleicht die Leuchtkraft rausnehmen. Doch, aber so hat er eigentlich alles so weit abgedeckt, wie ich das abgedeckt haben wollte. Sieht immer noch sehr natürlich und sehr ebenmäßig jetzt halt einfach aus und es gefällt mir. Es ist ein sehr leichtes Hautgefühl, was ich habe durch die drei Produkte, die ich jetzt aufgegeben habe. Aber jetzt kommen wir zu etwas schwererem Puder. 41 Puder besitze ich aktuell. Ja. Und da ziehe ich nun die Nummer 62. Somit sind wir bei der Nummer 21. Das L'Oreal True Match Super Blendable Perfecting Powder habe ich in der Farbe 2R, 2C, Rose Vanilla, Tüdelü. Das hat eine leichte Deckkraft mit drin. Das passt mir persönlich jetzt eigentlich ganz gut, weil ich habe ja durch die Base-Produkte, die ich drauf habe, ungefähr gar keine Deckkraft. So kann ich das Ganze jetzt noch ein bisschen aufbauen. Ich nehme jetzt einfach hier so einen Catrice-Pinsel, ne? Das ist so ein großer, fluffiger. Gehe damit hier ordentlich durch und gebe mir das Puder aufs Gesicht. Und ich finde, man sieht echt direkt, dass es schon eine Deckkraft mit drin hat. Ne? Das ist sehr, sehr cool. Und wenn man halt nur eine BB-Cream hat und dann doch noch ein bisschen mehr Deckkraft haben möchte, ist das halt echt 1A. Kann ich dann auch echt empfehlen. Echt jetzt. Ob ich jetzt Blush-Bronzer-Highlighter einzeln ziehe oder ob ich eine Face-Palette verwende, entscheidet die Euro-Münze, welche sich hier in meiner Hand befindet. Kopf bedeutet, ich nehme eine Face-Palette, Zahl bedeutet, ich nehme Blush-Bronzer und Highlighter separat. Sofern in der Palette Blush-Bronzer oder Highlighter nicht vertreten sein sollte, darf ich das Produkt einzeln nochmal nachziehen. Genau, mein Spiel, meine Regeln. Zack, und ich ziehe die Zahl. Also werden Blush-Bronzer und Highlighter separat gezogen. Dann fangen wir doch mal an mit dem Bronzer und da besitze ich aktuell 38. Ich zähle jetzt nicht mit, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, in einer Lidschattenpalette sowas mit drin habe oder so. Da zähle ich jetzt die Nummer 85. Terra del Sol von Douglas. Wow, ja, das ist dieser Bronzer. Der ist ein bisschen rotstichig. Oder auch ein bisschen mehr. Deswegen nehme ich hier auch wieder den fluffigen Pinsel von eben. Klopft das aber gut ab. Und gebe mir das dann hier einfach auf meine zu bronzenden Stellen. Der hat so einen Duft von Rose auch noch mit drin. Also sehr, sehr parfümiert. Ne? Wenn man den Duft nicht mag, ist das eher nicht was für jemanden. Aber er ist schön. Man muss halt vorsichtig damit umgehen, weil ansonsten sieht man aus, als hätte man, keine Ahnung, eine Auseinandersetzung mit einem Fuchs gehabt oder so und hätte dann Fell von ihm auf dem Gesicht. Lush habe ich 55. Warum habe ich so viele Blushes? Crazy. Okay, ich ziehe die Nummer 85. Und da sind wir dann bei der Nummer 30. Miss Lynn, Treat Me Sweet Powder Blush, Be My Flamingo Forever. Genau, das ist dieser hier. Der ist echt schön. Knallig. Aber schön. Da nehme ich mir einen Blushpinsel und du kriegst richtig viel auf den Pinsel. Deswegen erst ein bisschen abklopfen und dann baue ich den wirklich vorsichtig auf, weil der sehr intensiv ist. Ich denke, dass ich den gleich sogar noch mit dem großen Pinsel ausblenden werde. Auf jeden Fall muss ich den mit dem großen Pinsel ausblenden. Aber er ist wirklich schön. Also den kann man sich halt auch intensiv auftragen. Komm, wir sind heute mutig. Dann trage ich den noch etwas intensiver auf. Aber den kannst du halt auch, wenn du es nur ganz vorsichtig machst, dir relativ dezent auftragen. Und er ist schon da, ne? Aber ich blende den doch noch etwas aus. Was du übrigens in diesem Video gewinnen kannst, blende ich dir jetzt mal ein. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, ist auch ganz einfach. Am besten bist du natürlich Abonnent meines Kanals, denn diese Verlosung ist tatsächlich auch für meine Abonnenten bestimmt. Dann schreib mir einen ganz lieben Kommentar, wo du dein liebstes Drogerie-Schminkprodukt reinschreibst. Und ja, wenn du keins hast, dann dein Wunschprodukt oder eins, was du generell einfach cool findest, was du gerne hättest, einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Und ja, dann nimmst du automatisch an der Verlosung teil. Highlighter habe ich 45 und ich ziehe die Nummer 20.
Den Blushpinsel habe ich jetzt ein bisschen sauber gemacht und werde damit auch gleich den Highlighter auftragen. Da habe ich von L'Oreal den Iconic Glow Highlighter gezogen. Der riecht ein bisschen nach Kokos. Ja, das ist jetzt so für mich persönlich das Manko. Andere lieben Kokos, ich mag es nicht so gerne. Hat auch ein Pressing mit drin. Ja, vor allem da ich jetzt ja auch einen matten Blush und einen relativ matten Bronzer verwendet habe, darf der Highlighter dann auch gerne etwas intensiver sein. Man sieht ihn jetzt aber gerade gar nicht. Wo ist er hin? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Hallo? Weiß ich nicht. Nee, jetzt will er nicht mehr. Hä? Der war mal da. Jetzt ist er weg. Ich sehe den nicht. Ich sehe gar nichts. Ich habe richtig was auf dem Pinsel. Es wird einfach nur weiß. Och Mann, war das nur das Overspray? Wie doof. Ich sehe nichts. Hä? Bin ich jetzt blöd? Das ist jetzt wie ein Facepuder einfach. Da hat er einen leichten Schimmer auf der Hand. Aber nicht im Gesicht. Och Mann. Ich fand den schön. Da oben habe ich den getestet. Ich fand den wirklich schön. In meinem Fullface L'Oreal war der gut. Der ist nicht mehr gut. Der wird jetzt gehen. Augenbrauenfarben habe ich hier 27. Und ich ziehe die Nummer 6. Augenbrauen habe ich von Delilah. Das war, ich glaube, im Glossy Box Adventskalender. Brow Groom Double-Ended Eyebrow Groomer. Das ist dieser hier. Und das ist einfach ein Augenbrauenstift in 3x-Form. Und der hat hier einen Spoolie. Und der ist mir tatsächlich zu dunkel. Viel zu dunkel, oder? Also schön aschig, aber irgendwie zu dunkel. Jetzt sehe ich mit den Augenbrauen aber echt ganz schön böse aus, oder? Weiß ich nicht. Mag ich nicht so gerne. Der wird auch weiter wandern. Augenbrauengele habe ich 11. 11. 11, 11 und ich ziehe die Nummer 73. Für Stabilität bei den Augenbrauen sorgt mal wieder das altbekannte Lavera Eyebrow Styling Gel. Das ist dieses hier. Hat ein relativ großes Bürstchen. Und damit gehe ich mir durch die Augenbrauen. Ein Augenprimer darf nicht fehlen und davon habe ich 13. Ich hatte mal 2 oder 1 oder keinen. Und ich ziehe die Nummer 42. Long Lasting Eyeshadow Primer von Douglas. Das ist der Augenprimer, den wir heute verwenden werden. Den hatte ich mal im Douglas Adventskalender mit drin. Und den trage ich einfach auf meinen Augenlidern auf. Ja, wie gesagt, 104 Lidschattenpaletten. Mal gucken, was die Lostrommel sagt, was ich heute verwenden darf. Sie sagt, verwenden Sie bitte die Nummer 77. Oh, das ist die Nummer... Nein, das ist die Nummer 77. Die Lidschattenpalette, die ich gezogen habe, habe ich tatsächlich geschenkt bekommen. Und zwar ist das von iHeart Revolution die Snow Globe Penguin Palette. Und die ist super süß mit dem Pinguin drauf. Aber auch die Farben finde ich echt schön. Die kannst du gut für Alltags Make-ups nehmen oder für Day-to-Night-Looks. Und wir schminken uns damit einen relativ schnellen Look. Zuallererst möchte ich mit diesem weißen Ton hier einfach nur meine Lidschattenbase setten. Sieht man auch, wie kläglich dieser Highlighter ist. Man sieht ihn minimal, aber auch wirklich nur minimal. Dann nehme ich mir diesen hellen Karamellton und den verblende ich mir vom Außenwinkel aus in die Lidfalte. Dann nehme ich mir diesen Rosaton hier auf und gebe mir den wie eine Cut Crease auf mein komplettes bewegliches Lid. Ziehe den halt hier auch noch so ein bisschen mit rein. Aber der ist halt sehr, sehr zart. Da wird man nicht so ultra viel Pigment aufs Lid bekommen. Das ist auch mehr ein Base-Ton jetzt hier für mich. Dann nehme ich mir einen etwas präziseren Blendepinsel und gehe hier oben in diesen Mauve-Ton rein oder Rosenholz-Ton. Vorsichtig reingedippt und den blende ich mir in meinen äußeren Augenwinkel. Jetzt gehe ich nochmal mit dem Smudger-Pinsel in diesen dunkelbraunen Ton hier unten, der auch so einen leichten Rotstich mit drin hat. Und setze mir den ganz vorsichtig an den unteren Wimpernkranz.
Das ist jetzt wirklich mal ein ganz, ganz dezenter Look von mir, aber das hier wäre tatsächlich mein Look zu der Palette. Ich habe hier leider keinen Innenwinkel- oder Augenbrauen-Highlighter-Ton. Ich könnte mir jetzt ein bisschen von dem Gold mal aufgeben. Das ist hier unten dieses Hellgold. Das gebe ich mir mal so ein bisschen als Topper-Ton hier hin. Aber so mega intensiv ist es halt leider nicht. Und man kann das halt auch leider nicht nehmen, um seinen Innenwinkel oder seinen Augenbrauenbogen zu highlighten, weil das dafür halt zu gold ist, ne? Das ist mir zu dunkel dafür. Deswegen werde ich da jetzt auch mal den Highlighter einfach verwenden, auch wenn der Highlighter nicht so wirklich Kabums hat. So sieht dann der Augenlook aus, aber es geht hier noch weiter. 22 Fixiersprays habe ich, oder Setting Sprays, Fixing Sprays, wie auch immer Sprays, und ich ziehe Nummer 31. Damit sind wir bei der Nummer 9. H&M Make-up Setting Spray Prime Set and Refresh Hydrating. Das ist dieses hier. Also ich hätte es theoretisch auch als Primer verwenden können. Und du kannst es immer wieder zwischendurch verwenden. Ha, tut gerade richtig gut. Duftmäßig ist es auch ganz okay, ja. Es ist sehr, sehr angenehm. Leicht blumig, aber ja, ich mag's, ne? Jetzt muss ich nur mal trocknen. Augenstifte habe ich 43 und es kann durchaus sein, dass ich da irgendwie was Buntes ziehe. Aber das ist nicht schlimm, das hatten wir schon ein paar Mal und das sah gar nicht mal so verkehrt aus. Und da ziehe ich nun die Nummer 76. NYX Metallic Eyeliner und zwar in der Farbe Copper. Das ist ein kupferfarbener Eyeliner, den ich mir jetzt auftragen werde, um den Look ein bisschen aufzupeppen. Den könnte ich als Kajal verwenden, den werde ich jetzt aber einfach hier oben so ein bisschen als Wimpernkranzbedichtung nehmen. Das ist halt so ein Plastikstift zum Anspitzen, finde ich immer etwas schwierig. Obwohl, wenn ich den jetzt gerade so sehe, nee, den nehme ich tatsächlich nicht als Eyeliner, sondern als Kajal. Guck. Nee, den sieht man gar nicht. Nee, den trage ich mir nicht auf der Wasserlinie auf, weil das offensichtlich ja überhaupt nichts bringt. Den trage ich mir hier als Eyeliner auf. Aber auch da macht er jetzt nicht so das Allermeiste, ne? Nur so ein bisschen Mini-Effekt. Also wenn man nicht wüsste, dass ich einen Eyeliner trage, wird man keinen Eyeliner erkennen, oder? Naja, gut, dann haben wir heute halt einen sehr zurückhaltenden Look drauf. Ist okay, oder? Ist okay. Man könnte den auch so ein bisschen hier so... Weiß ich nicht. Nee, dafür hätte ich jetzt auch einen intensiveren Look machen müssen, ne? Dass ich mir ja halt hier so einen Strich ziehe oder so. Halt quasi noch so einen zweiten Eyeliner im Auge drin, habe ich ja auch schon mal gemacht. Aber dafür ist der Look jetzt einfach mal zu dezent. 47 Mascaren habe ich in meiner Sammlung. Teilweise sind die halt auch noch verschlossen, ne? Und ich darf für den Look verwenden die Mascara Nummer 30. Mascara, Mascara, Volume Mascara von Lavera. Das ist diese hier. Und ja, die wollen wir uns doch mal zusammen auftragen. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Und einfach so ein Kunsthaarbürstchen. Ja, Naturkosmetik, ne? Moin. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also die Mascara ist eigentlich schön und die ist auch irgendwie das Schönste am ganzen Augenlook, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Ja, ne? Die ist relativ zurückhaltend und dezent und ich glaube, dass man tatsächlich auch, gerade wenn es ums Augen-Make-up geht, darauf achten kann, naturnahe Produkte sich da drauf zu geben, wenn man das gerne mag oder wenn man darauf achten möchte. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt formulieren soll. Ich bin ja eigentlich kein Naturkosmetik-Verfechter, um das mal so zu sagen. Also ich habe ja, seht ihr ja, ne, alles Mögliche an Produkten da. Aber wenn es drum geht, dann würde ich tatsächlich sagen Augen, Lippen. Weil das ist halt das, was obviously in den Körper reinkommen kann. Ne? Ja, also doch, das ist jetzt ein sehr dezenter Look. Ein Alltagslook bislang. 34 Lip Liner habe ich. Immer eine ganz interessante Kiste, weil entweder passt der Lip Liner nicht zum Lippenstift oder der Lippenstift nicht zum Lidschattenlook oder es passt dann auf einmal perfekt und ich ziehe die Nummer 75. Douglas Lip Liner Lippenkonturenstift in der Farbe Bois de Rose. Auch das war in einem Adventskalender drin und das kann man auch so gar nicht mehr kaufen. Ich habe jetzt, glaube ich, einen ähnlichen unten in der Infobox verlinkt. Das ist so ein Rosenholzton.
Die Douglas Lip Liner sind jetzt nicht wundervoll im Auftrag. Übrigens passt das jetzt gerade richtig gut zusammen, ne? Betonte Lippen, aber nicht so betonte Augen. Das ergibt Sinn. Die sind aber mega langanhaltend. Das könnte man theoretisch sogar so lassen, weil der auch noch so einen Schein mit drin hat. Eigentlich sieht das so schon perfekt aus, finde ich. Also das ist so ein richtiger, jo, leichter Look, den ich jetzt drauf habe. Aber ich gebe mir noch ein Lippenprodukt drüber. Lippenprodukte habe ich 84. Warum? Warum? Es gibt gar nicht so viele verschiedene Farben für Lippen, oder? Und trotzdem habe ich so viele, macht gar keinen Sinn. Ich habe die Nummer 4 gezogen. Das ist von Bare Minerals, auch aus dem Bare Minerals Adventskalender. Leute, bald kommt die Adventskalenderzeit wieder. Wahrscheinlich, wenn dieses Video online ist, habe ich schon die ersten aufgemacht. Keine Ahnung. Der Bare Pro Lippenstift in Mini. Ich glaube, das ist die Farbe Petal oder so. Steht auf jeden Fall unten in der Infobox. Genau, das ist dieser hier. Und der passt tatsächlich sogar farblich. Yay! Mauve und Rot sind so die Töne, die ich hauptsächlich habe bei mir in der Sammlung. Ey, das passt 1:1. Scharf. Bisschen heller ist der Lippenstift. Der ist auch so leicht matt, aber angenehm matt. Nicht so austrocknend matt, wie ich das bei anderen Lippenstiften habe. Also das hat jetzt für mich tatsächlich nochmal so ein bisschen den Look gerettet, weil ich echt zwischendrin dachte, wow, meine Herren, ich werde ganz schön viel aussortieren in diesem Fullface. Das ist jetzt aber tatsächlich der fertige, ausgeloste Look. Wer hätte gedacht, dass er dann doch so stimmig wird? Ich nicht. Ihr Lieben, ja, das war jetzt tatsächlich meine Shopmy-Stash-Lotterie. Ich glaube, es ist sogar schon die 10., die ich gedreht habe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style-and-Talk-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!